Guten Morgen. So ungefähr schaut unser Frühstück aus. Also eigentlich ist hier Frühstück, aber... Mein Frühstück ist gerade mein Daumen. Mm. Und die Kaugummipackung voll mit Reis. Da wollte jemand nicht alleine spielen. Nein. Da wollte jemand nicht alleine spielen. Macht zusammen ja auch viel mehr Spaß. Und ich bin noch so müde. Ich bin jetzt gerade vollständig am Boden zu liegen. Okay. Keine Kraft zum Essen. Dann kann ich jetzt in Ruhe weiter essen. Ja, das machst du. Ham. Ham. Hm. Nächstes Lied. Mit dem Ding hat schon Daisy gespielt, oder? Ja, und du Schwester. Auch im Prinzip. Ja. Sie hat es geschenkt bekommen, mein Bruder und ich haben damit natürlich gespielt. Ja, da warst du noch Kind. Ja. Das macht auch jetzt noch Spaß. Das stimmt. Wenn man hier drückt und die Melodie unterbricht, kann man sie selber weitermachen. Toll. Toll. Wirklich toll. Und dann sind hier so Elefanten und Tiere und dann kann man das drehen hier so. Und die haben alle Instrumente dabei. Flöte, Schlagzeug. Nee, du musst nicht die Kamera ablecken. Einmal kuscheln am Morgen. Oh. Kuscheln am Morgen, alle sind sie da. Nur ich nicht. Du. Fast genauso flauschig. Und weg ist sie schon wieder. Echt? Kommt noch. Warte. Aber geht schnell. Voll krass. Schon zu flauschig. So, jetzt gehen sie alle toll. Das ist keine Werbung. Was ist die andere? Achso, nee, das ist nicht die Blümchen-Tasse. Wo ist die eigentlich? Am Schrank. Spülmaschinenschrank. Ja. Jetzt darfst du frühstücken. Juhu. Hey. Ich hab schon gar keinen Hunger mehr. Echt? Irgendwie gerade nicht so. Oh. Wow. Egal. Ich zwinge mir das jetzt rein, weil sonst bereue ich es nachher. Na toll. Und dann, was muss ich dann machen? Einkaufen? Einkaufen. Ja, Feiertags einkaufen und so. Silvester steht vor der Tür. Wo? Achso, nee, eigentlich nicht, gell. Es steht nur Neujahr vor der Tür. Silvester selber steht nicht vor der Tür. Was macht ihr eigentlich an Silvester? Würde mich mal interessieren. Was habt ihr vor? Werdet ihr... Gar nichts machen? Werdet ihr früh schlafen gehen? Ich auf jeden Fall. Ja, du? Ja. Wir ballern ja sowieso eigentlich nie normalerweise nur eine Rakete und auch das lassen wir dieses Jahr bleiben. Beziehungsweise man kriegt ja, glaube ich, eh keine, oder? Und hätte ich dann auch gar nicht vor. Nee, geht mit dem Oscar ja nicht so gut. Genau. Wobei, mit dem Oscar ging es besser als mit den Hunden. Der würde das vielleicht sogar lustig finden. Oder vielleicht auch voll doof. Wer weiß. Man weiß es nicht, aber Mitternacht soll der eigentlich schlafen. Ja, genau. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr macht an Silvester. Habt ihr in Polen Böller gekauft? Ja. Ich habe letztens irgendwie was gelesen, dass Aldi oder Lidl oder sowas Böller verkauft hat. Echt? Mhm. Okay. Weiß auch nicht. Wie Knallerbsen. Ja, vielleicht auch nur Knallerbsen. Das wäre ja okay, gell? Okay, Moment, ich muss mich mal kümmern. Ja, mach das. Yay, die Batterie ist tot. Ja. Gott sei Dank haben wir das Ding hier. Hat uns jetzt schon ein paar Mal das Leben gerettet, sozusagen. Oh Mann. Das war jetzt eine knappe Geschichte. Irgendwie ist die Batterie nicht mehr ganz in Ordnung. Ich weiß auch nicht immer. Jetzt seitdem es, wo es kälter ist, dann steht er mal länger. Wir fahren ja zurzeit nicht so viel. Dann steht er mal, keine Ahnung, eine Woche, 3, 4, 5 Tage oder so. Dann ist plötzlich die Batterie tot. Dann ist die Batterie einfach hinüber. Und wenn man ihn regelmäßig fährt, dann passt's. Aber wenn er länger steht, dann irgendwie... Ich habe mir schon überlegt, ob da irgendwo Schleichstrom zieht. Aber bis jetzt ist mir noch nichts eingefallen, noch nichts gefunden. Naja, auf jeden Fall, wir müssen jetzt Müll wegbringen. Eigentlich wollte ich noch zur Post, aber ich habe da noch nicht mein Geld gekriegt für den Kühler, den ich
letztens verkauft habe. Beziehungsweise einen Teil vom Geld habe ich schon bekommen, aber er wollte noch was haben. Das hat er mir noch nicht geschickt, deswegen schickt mir jetzt kein Paket weg. Muss ich nochmal irgendwann demnächst los, voll blöd, aber gut. Genau, Müll wegbringen, Papier, Glas und dann einkaufen. Ich hoffe, es ist nicht so voll. Wir haben jetzt 11 Uhr. Ich befürchte, es ist voll, weil die letzten Male war es immer voll gewesen. Und ich hoffe natürlich, wir fahren jetzt natürlich nicht so weit, ja, 5 Kilometer oder so. Ich hoffe, dass das Auto nach 5 Kilometern genug geladen ist, dass er dann ohne Probleme angeht. Sonst stehen wir dann beim Rewe da und kommen nicht weg. Naja, schauen wir mal. So, auf jeden Fall pfefferfrei. Wenn es auch einkaufen ist, genießen wir ein bisschen die Aussicht beim Spazierengehen. So schön. Leo, komm mal her. Ja, rein. Brav. Schläfst du ein dabei? Oder guckst du dir die Gegend an? Du guckst dir die Gegend an. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch machen. Zurück. Ein bisschen habe ich was eingekauft. Nicht viel, nur ein bisschen was. So, jetzt darf ich das alles hochschleppen. Bist du schon sauber? Ja, schon sauber. Wo ist die Amy? Noch beim Saubermachen. Danke fürs Hunde sauber machen. Ja, gerne doch. Weißt du, beim Bad Gassi gehen ist immer so matschiger Boden, da muss man die mal putzen danach. Ja, weiß nicht. Ich erkläre es ja auch nicht dir. Achso, ja, okay. Oh Mann, Amy, Leo, was habt ihr getan? Das war sogar noch recht wenig. Eieieiei. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Ja, das ist so voll. Ach, eingeräumt hat er auch schon. Bestimmt schon gezeigt, oder? Kühlschrank. Ja, voll. Ja, toll. Und mein Kinderpunsch. Jam. Hast du ja auch schon eingeräumt. Dankeschön. Ja. Sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich erstmal tot. Hast du alles gekriegt, was wir brauchen, was wir wollten. Ja, heiß geht. Puh, viel geschafft heute. Ja, doch. Waren heute recht fleißig. Aber es steht noch was Großes auf dem Plan. Und zwar haben wir neue Handys bestellt. Und die sind heute angekommen. Und die möchte ich, beziehungsweise meins möchte ich jetzt auspacken. Dazu werde ich jetzt dann ein separates Video machen. Wenn ihr das sehen wolltet, da oben ist ein Link zu dem Video. Und genau, um was handelt es sich? Um dieses wunderschöne Asus Zenfone. Wir haben selber das Asus Zenfone 3 gehabt. Ja, das ist das hier. Ist leider schon echt, ja, hat schon ein bisschen was erlebt. Ja, meins ist sogar hier, an dem einen Tag, wo das hier gebrochen ist, ist es, glaube ich, 4 oder 5 Mal runtergefallen. Ja? Und dann zum letzten Mal ist dann das hier gebrochen. Aber es macht nichts, es funktioniert immer noch super gut. Und ja, ich bin sehr stolz auf dieses Handy. Und ja, ich glaube, es hat jetzt ein bisschen über 3 Jahre gehalten. Und es hält immer noch. Aber bevor es jetzt zum Exodus zugeht, haben wir gesagt, mal was Neues. Ja? Asus Zenfone 3 zu Asus Zenfone 7 ist schon ein krasses Upgrade. Und das Handy kam jetzt am September auf den Markt. Und ja, genau, jetzt haben wir zugeschlagen. Also wenn ihr das sehen wollt, nicht vergessen, link klicken. So, gefühlt eine Stunde später, Video ist fertig gedreht. Und wir haben jetzt langsam 18 Uhr. Und für uns geht dann somit demnächst der Tag vorbei. Um 8 gehen wir immer meistens dann Richtung Haia. Zwar schlafen wir da noch nicht, meistens schauen wir da noch eine Serie. Mal gucken, was wir heute gucken. Mal schauen. Vielleicht Simpsons, vielleicht auch einen Film. Mal gucken. Weil der kleine Oscar muss schlafen und mein PC geht ja aktuell nicht, weil der Lüfter ja kaputt ist. Aber morgen kommt der Satz. Und ja, eigentlich wollte ich heute noch oben was auf dem Dachboden machen und euch da mitnehmen. Aber vielleicht dann ja morgen. Mal schauen. Hat jetzt zeitlich nicht mehr hingehauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, eine kleine Reise mit uns und wünsche euch auch einen schönen Abend. Ich werde jetzt das Video noch bearbeiten und dann eine Schicht im Schacht. Also bis dann!